wunderschönen guten Sonntagmorgen, ein Tag vorm Feiertag. Ich hoffe, es sind ganz, ganz viele heute mit dabei, weil morgen ist ja Feiertag. Wer hat übrigens gestern vergessen einzukaufen für morgen? Egal, wir schaffen das auf jeden Fall alle zusammen und heute geht es auch nicht ums Einkaufen oder sonstiges. Heute wird wieder live genäht. Ich bin Anna von Einfach Nähen und wir nähen heute das Raglan-Shirt Anethos. Das ist aktuell das Projekt auf meiner Website. Also alle 2 Monate gibt es ein neues Nähprojekt, was es dann als E-Book, V-Book oder als Online-Kurs erhältlich ist. Nein, der Satz war viel schief, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf meiner Seite findet ihr auf jeden Fall immer wieder frischen Content und wir kümmern uns immer um ein spezielles Projekt und in diesem Monat ist es eben ein Raglan-Shirt. Und ihr hattet die Möglichkeit, vorab euch das E-Book runterzuladen, das geht auch immer noch, einfach mal unten in die Videobeschreibung reinschauen, da findet ihr dann den Link und noch heute ist das E-Book für das Raglan-Shirt Anethos reduziert und wenn du dir das vorher runtergeladen hast und vorbereitet hast, dann kannst du heute live mit mir mitnähen. Und ich habe schon gelesen im Chat, bei vielen ist das Wetter gar nicht so toll draußen. Das heißt, bestes Nähwetter, also richtig schön einkuscheln an die Nähmaschine, den Livestream laufen lassen und dann mit mir zusammen das Raglan-Shirt nähen. Ich habe das Raglan-Shirt hier einmal an. Das ist nicht der Stoff aus der Premium-Box. Das ist ein Stoff, den ich ursprünglich mal für ein ganz anderes Projekt gekauft hatte und für dieses Projekt aber nicht so geeignet gewesen ist. Deswegen habe ich es jetzt für dieses Projekt genommen und ein paar Reststücke davon sind auch noch im Online-Shop erhältlich. Falls du also jetzt im Laufe des Streams feststellen solltest, dass du dieses Shirt total super findest, dann guck doch einfach mal auf meiner Seite im Shop bei den Premium-Boxen. Da findest du nicht nur das Material, also nicht nur den Stoff, sondern auch das passende Nähgarn noch mit dazu, sodass du dann direkt loslegen kannst. Und dazu gibt es dann auch immer noch mal das Papierschnittmuster, wenn du dir das dabei legen möchtest. Das ist dann auch immer noch etwas günstiger, als wenn du es zusammen mit der Box dann bestellst. Einzeln bestellst, meine ich, also günstiger, wenn du es mit der Box zusammen bestellst, weil ich dann natürlich auch Versandkosten für das extra Versenden des Papierschnittmusters einspare. Und dann hast du ein rundum sorglos Paket, hast noch ein bisschen was gespart und dann kommt irgendwann so eine schöne Box bei dir an. Hier ist nämlich immer alles drin verpackt, was du für ein Nähprojekt brauchst. So zum Beispiel wie jetzt hier mit dem Papierschnittmuster. Das Papierschnittmuster, wie gesagt, gibt es auch noch separat im Shop zu erwerben. Und wenn du das Papierschnittmuster kaufst, gibt es auch immer noch das E-Book mit dazu. Weil hier im Papierschnittmuster ist nämlich nur eine rudimentäre Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also ähnlich wie ihr es vielleicht bei Burda-Zeitschriften kennt. Aber natürlich haben wir im E-Book alles ganz, ganz ausführlich bebildert und erklärt. Und das alles auszudrucken, ich glaube, das spart ein bisschen Ressourcen und schont die Umwelt, wenn ihr euch das digital runterladet. Deswegen, wenn ihr das Papierschnittmuster kauft, gibt es das E-Book immer noch mit dazu. Und bei dem letzten Projekt, beim Raglan-Shirt Anethos, bei der Vorbestellung, war unter anderem ein schöner blauer Strick. Und wenn man sich das dann bestellt, bekommt man natürlich kein fertiges Raglan-Shirt Anethos, aber so sieht das fertig genähte Raglan-Shirt Anethos aus dem blauen Ripstrick. Falls du dir die Box nämlich vorher bestellt haben solltest, so sollte das in etwa dann fertig genäht dann aussehen. Und das ist auch das Ziel, was wir heute haben, nämlich dieses Raglan-Shirt. In der letzten Premium-Box gab es aber nicht nur diesen tollen Rippenstrick, sondern auch einen wunderschönen Feinstrick, den jetzt hier auch meine Puppe da hinten zum Beispiel trägt. Das sind jetzt 2 verschiedene Farben, das ist dann so ein bisschen sportlicher alles, aber das ist auf jeden Fall das Material, was ich nämlich heute vernähen werde. Und ich habe das mir mal schon mal vorbereitet mit den einzelnen Schnittteilen. Du bekommst natürlich das nicht so schön zugeschnitten, das musst du leider selber zu Hause machen. Aber dieses ist das Material aus der letzten Premium-Box, was ich heute dann auch vernähe, falls du also die noch zu Hause liegen hast. Dafür ist es gedacht und dann kannst du heute live mitnähen. Und dann sind noch 2 andere Sachen hier in der Box, auf die ich dann gleich zu sprechen komme. Und um dieses Projekt kümmern wir uns dann heute. Einen kleinen Moment. Nicht fallen lassen, sonst macht es laut Krach. Wenn du live mitnähen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, jederzeit hier auch auf Pause zu drücken oder auch zurückzuspringen, wenn das hier auch im Livestream ist. Ist überhaupt kein Problem. Falls irgendwie was passieren sollte, dass dir eine Naht nicht so gelungen ist, wie du das gerne hättest, dann kannst du, wie gesagt, auf Pause drücken und dann zurückspringen. Wenn du das Ganze hier in der Wiederholung dir angucken solltest, dann kannst du natürlich vor- und zurückspringen, so oft, wie du möchtest. Nur der kleine Hinweis, dieser Stream ist nur für heute, den Sonntag, vollständig hier auf YouTube
einsehbar. Und danach wird er in den Premium-Bereich wechseln, und zwar zu dem Online-Kurs Raglan-Shirt nähen. Dieser Kurs ist nicht nur Bestandteil vom Premium-Bereich, wo nämlich alle Inhalte, die es von mir gibt, dann online sind, sondern du kannst diesen Kurs dann auch noch separat kaufen. Und in diesem Monat ist er sogar auch noch reduziert, denn im nächsten Monat geht es ja dann schon um das nächste Projekt, nämlich um den Blazer. Aber dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Ja, erstmal herzlich willkommen. Das waren jetzt, glaube ich, so ein bisschen erstmal die Spielregeln, um die es jetzt hier geht. Und ich freue mich sehr, dass so viele heute auch schon wieder live mit dabei sind und gleich mit mir hoffentlich zusammen starten können. Wenn ihr Fragen habt, ich habe heute wieder wunderbare Unterstützung von unserer Tochter, die den Chat mit beobachtet und regelmäßig ein paar Fragen mit reinwirft. Und die ganze Technik, um die kümmert sich natürlich wieder Kamerakind Jonas an dieser Stelle. Danke, mein Schatz, dass du mich an dieser Stelle hier immer so toll unterstützt. Hallo. Und ja, für die Technik sorgst, dass das hier alles reibungslos ist. Die Kameraführung, dass ihr mit den unterschiedlichen Kameras immer alles sehen könnt und hoffentlich wirklich alles so eingefangen wird, dass ihr es zu Hause dann auch direkt mitnähen könnt. Ich nähe das Raglan-Shirt Anetos heute mit der Nähmaschine. Man kann es am allerbesten, weil es ist ein Strickstoff, wofür sich das Raglan-Shirt Anetos eignet, dann andersrum. Man sollte einen Strickstoff nehmen, wenn man das Raglan-Shirt Anetos nähen möchte. Und das geht noch besser mit der Overlock tatsächlich. Das ist ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Mit der Nähmaschine ist es ein bisschen schwieriger. Auf die Einzelheiten komme ich aber dann gleich nochmal drauf, gehe ich nochmal drauf ein. Also, wenn noch Fragen sind, schreibt sie gerne unten in den Chat rein. Selma kümmert sich darum und liest immer mal wieder eure Fragen vor, in der Hoffnung, dass nichts durchgeht. Und ansonsten weiß ich, habt ihr ja auch die allerbeste Community der Welt, weil ihr euch ja auch gegenseitig immer unterstützt. Und ich sehe schon ein Zeichen, da ist schon die erste Frage. Kommen wir mal dazu. Hallo Selma. Hallo. Karen hat gefragt, aus welchen Stoffen man das Raglan-Shirt Anetos denn eigentlich nähen kann, außer Feinstrickstoffen. Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn dieses Projekt hat es tatsächlich in sich. Man mag es nicht glauben, weil es ist, ich ziehe meinen Blazer jetzt einfach aus und zeige euch das mal. Hängen den mal hier hin. Also, das Raglan-Shirt Anetos hat enge Arme. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ihr es besser sehen könnt. Hat enge Arme und ist aber am Körper komplett rundherum sehr weit geschnitten. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass ihr für dieses Projekt einen sehr weich fließenden Stoff wählt. Also zum Beispiel einen Feinstrick wie den Viskose-Feinstrick, den ich jetzt heute vernähe, oder auch den Rippstrick, den ich in der Box gehabt habe. Der ist auch wirklich ideal dafür geeignet. Je nachdem, welchen Stoff man verwendet, fällt dieses Shirt unterschiedlich aus. Also das Feinstrick-Shirt fällt deutlich weiter aus, weil einfach durch die Materialzusammensetzung sich das Ganze auch im Laufe des Tages noch ein bisschen dehnt. Der Rippstrick, der bleibt wirklich richtig schön kompakt zusammen und fühlt sich dadurch insgesamt etwas körpernaher und enger an, obwohl es dann genau gleich zugeschnitten worden ist. Dieses Shirt, was ich hier habe, das ist ein Viskose-Jersey bzw. ein Foil, und insofern fällt der auch halt richtig schön locker flockig. Vor allem, wenn es darum geht, hier an der Seite runterzufallen, muss das wirklich schön runtergehen und darf sich nicht aufplustern. Deswegen, was nicht so gut funktioniert, ist tatsächlich ein ganz normaler Jersey. Das funktioniert in den kleinen Größen oder bei einer kleinen Brust noch ganz okay, das ist in Ordnung. Wenn es aber größer wird und vor allem, wenn auch ein bisschen mehr Brust dabei ist, kann der Stoff an den Seiten nicht richtig schön glatt runterfallen und man sieht sehr schnell nach einem Michelin-Männchen aus. Und gerade in den größeren Größen ist es ja eigentlich genau das, was wir ja nicht wollen, sondern der Stoff soll richtig schön am Körper entlang fließen. Und das ist eigentlich so die Idee gewesen. Deswegen Anetos heißt, ist griechisch und heißt übersetzt gemütlich. Und das soll halt ein bequemes, gemütliches Shirt sein. Durch die engen Arme aber ist es dann auch wieder nicht so oversized, dass man nicht das Gefühl hat, man hat sich einfach nur ein Sweatshirt genäht, was irgendwie 5 Nummern größer ist. Sondern es geht wirklich darum, dass die Arme ein bisschen enger sind, der Rest schön runterfließen kann. Und in der Vorbereitung habe ich auch noch andere Stoffe ausprobiert, die nicht funktionieren. Zum Beispiel funktioniert auch kein Strickvlies. Also wer sich zum Beispiel den Bono gekauft hat, ich glaube, der ist von Swarfing, das ist ja auch ein Traumstöffchen, muss man ehrlicherweise sagen. Funktioniert für dieses Projekt aber eher weniger gut, weil eigentlich genau das Gleiche, was ich eben beim Baumwoll-Jersey auch gesagt habe, der ist zu steif. Und dann staucht sich das an den Seiten ganz, ganz schlimm zusammen und sieht einfach nicht mehr schön aus. Man hat viel mehr Stoff, der dann auch um den Körper absteht. Das würde ich nicht empfehlen. Also kommen wir zurück auf die ursprüngliche Frage. Neben Feinstrick funktioniert am besten tatsächlich dann Viskose-Jersey. Noch eine Frage? Ja. Gut. Und zwar funktioniert ja super. Mal gucken, ob wir heute überhaupt zum Nähen kommen oder ob wir nur eine reine Fragerunde machen. Ja, also
Es war auch die Frage, wie lange du denn heute eingeplant hast für das ganze Projekt. Ja, das für das Projekt, also sagen wir mal so, wenn ich das Projekt ganz normal mit der Overlock-Maschine wegnähen würde, wäre ich in 20 Minuten fertig. Das machen wir nicht, weil alleine schon die ganzen Fragen, die jetzt reinkommen, nehmen ja auch noch Zeit in Anspruch. Aber der Stream dauert ja immer so um die 2 Stunden und ich denke, da werden wir am Ende auch rauskommen. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, was ich noch zeigen möchte und worüber ich noch ein bisschen was erzählen möchte und wir gucken einfach mal. Aber länger als 2 Stunden machen wir in der Regel den Stream nicht, dann hören wir hier wieder auf. Und wir fangen aber jetzt an. So, ich habe, wie gesagt, schon alles vorbereitet. Ein paar Schnittteile sind es. Es sind insgesamt 4 Stück, also mehr ist es gar nicht. Nein, es sind 5. Es sind vorne, hinten 2 Ärmel und das Halsbündchen. Und was ich euch vorher, bevor wir überhaupt ans Nähen kommen, noch ans Herz legen möchte, wenn ihr nämlich mit dem Feinstrick arbeitet und vor allem mit diesem wunderschönen Viskosestrick. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Ich habe nämlich die Kanten von dem Ärmel mit einem Nahtband verstärkt. Warum habe ich das gemacht? Aus dem einfachsten Grund, wenn ihr das nicht macht, euer Halsausschnitt wird immer größer, 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 größer. Bei diesem Viskose-Jersey passiert das nicht, weil der sich nicht aushängt, bei dem Ripstrick auch nicht, bei dem Feinstrick aber sehr wohl. Und das muss man mögen. Also ich finde das nicht so schlimm, wenn dann der Halsausschnitt irgendwann so groß ist, dass man vielleicht auch einen BH-Träger sieht oder die Schulter so ein bisschen rausrutscht oder sowas. Man muss es halt einfach wissen, wenn man das nicht möchte, wenn man möchte, dass der Halsausschnitt richtig schön kompakt zusammenbleibt, dann sollte man den Halsausschnitt mit einem Nahtband verstärken. Und deswegen habe ich jetzt das eben in der Box noch gehabt. Ich zeige euch nämlich, was es noch für Möglichkeiten gibt. Das hier ist jetzt mein Nahtband und der aufmerksame Zuschauer wird erkennen, ich habe mir eine neue Rolle gekauft tatsächlich. Es gab sie noch bei meinem Stoffhändler hier um die Ecke. Das sind immer so Industriereste, die da sind. Und ich habe mir aus Vorsicht nochmal eine neue Rolle gekauft, weil die alte Rolle ist tatsächlich schon etwas minimiert. Und jetzt habe ich endlich wieder eine neue. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, und ich habe es jetzt für heute im Shop auch mit freigeschaltet, euch auch Nahtband mit dazu zu bestellen. Dieses Nahtband ist ohne eine Kettnaht dazwischen. Das heißt, es ist wirklich nur auf der einen Seite mit diesem Kleber. Man legt es auf die Kante drauf, bügelt und dann ist das Ganze fest. Und wie gesagt, heute für den Stream habe ich es mal separat mit in den Shop gestellt. Normalerweise habe ich das ein bisschen versteckt im Premium-Bereich bei den einzelnen Projekten mit dabei als ja, Zugeständnis an meine Premium-Kunden. Und deswegen habe ich das jetzt mit dabei. Sind 12 Meter, glaube ich, für 9,90 Euro im Moment. Gibt es in Schwarz und in Weiß. Und Selma winkt schon wieder. Eine Frage kommt direkt rein. Ja, schieß los. Es geht auch um das Nahtband und zwar, wo man das denn aufnähen soll, also am Ausschnitt rechts. Also man bügelt es auf in dem Fall. Es wird nicht aufgenäht, sondern gebügelt und ich habe jetzt hier mir den Ärmel genommen. Das hier ist ein Teil von dem Halsausschnitt. Ich zeige das am Vorder- und Rückteil gleich auch nochmal, wo ich das gebügelt habe. Ich habe aber zusätzlich jetzt auch noch die Raglan-Naht, also die Naht, die jetzt hier so quer verläuft, die habe ich auch noch einmal mit verstärkt, damit nämlich das Ganze sich auch nach unten nicht ganz so stark aushängen kann an der Naht. Also das habe ich jetzt am Ärmel gemacht, muss man nicht machen, habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Aber wenn ihr den Halsausschnitt eben nicht größer haben möchtet, dann solltet ihr unbedingt hier bei dem Ärmel dieses kleine Stückchen machen und bei Vorder- und Rückteil jeweils einmal am Halsausschnitt. Das reicht auch an den, für die Raglan-Naht, wenn das an einem Schnittteil ist. Das muss also nicht an beiden sein. Es reicht, wenn das auf einer Seite mit aufgebügelt ist. Fangen wir mal an mit den ganzen Sachen. Also ich nehme mir ein Vorder- oder Rückenteil. Das ist völlig egal. Ich habe jetzt hier das Vorderteil. Und dann kann ich dir das auch nochmal zeigen, was ich hier gebügelt habe. Das ist nochmal der Halsausschnitt hier am Vorderteil. Na, einmal nur hier und die Raglan-Naht habe ich dann nicht nochmal extra mit Nahtband verstärkt. Und das Vorderteil lege ich mir jetzt mit der rechten Seite einmal nach vorne. Und es gibt beim Vorderteil an den Seiten 2 Knipse, am Rückenteil gibt es 1 Knips. Dieses findet sich jetzt auch an den Ärmeln wieder. Und jetzt gucke ich mal eben, hier habe ich bei dem Ärmel nämlich die 2 Knipse. Und ich nehme mir jetzt einen Ärmel, den ich rechts auf das Vorderteil lege, und zwar so, dass die 2 Knipse aufeinandertreffen. Das heißt, das Ganze muss hier hin. Würde es auf der anderen Seite sein, trifft hier 1 Knips auf 2 Knipse, dann ist es der falsche Ärmel. Also, wieder zurück. Einmal hier alles auf Kante, das heißt, die erste Raglan-Naht wird dann entsprechend zusammengesteckt und zusammengenäht gleich im Anschluss. Ja, ich komme nochmal hier rüber, so, damit auch alles schön für euch im Bild ist. So, und das Nahtband wird übrigens auf die linke Stoffseite gebügelt. Das könnt ihr jetzt hier heute nicht so gut erkennen, was linke und was rechte Stoffseite ist, aber macht ja eigentlich auch Sinn, weil es soll ja nachher von außen nicht sichtbar sein. Jetzt habe ich die erste Raglan-Naht zusammengesteckt und
damit es heute ein bisschen schneller geht oder grundsätzlich, damit es ein bisschen schneller geht und wir ja gerade an der Sache sind, nehme ich mir den zweiten Ärmel und lege jetzt auch hier die verstärkte Raglan-Naht an das Vorderteil, an die entsprechende Länge. Fange hier auch wieder an, als erstes die Knipse übereinander zu bringen, weil ich möchte ja, dass genau an der Stelle auf jeden Fall nachher der Stoff übereinander liegt. Und bringe jetzt auch dort das Ganze übereinander. Und in der Mitte auch nochmal. Und ich merke gerade, wir haben heute noch keine Heizung an und auch die Klimaanlage ist aus, weil normalerweise das ja reicht. Es ist hier kühl genug. Mir ist jetzt aber gerade ein bisschen zu kalt, deswegen ziehe ich mir den Blazer jetzt erstmal wieder an. Wie ich mich kenne, ziehe ich den auch gleich dann wieder aus. Na, die Ärmel muss ich ein bisschen hochziehen. Das sieht sonst komisch aus, wenn die unten rausgucken. Das ist aber ein schönes Innenfutter. Danke, lieber Jonas. Aber das ist der Blazer, auf den ich auch auf jeden Fall später nochmal zurückkomme. Dafür gibt es im Moment noch die Vorbestellung. Den Blazer wird es für oben in 7 verschiedenen Farben geben und das Futter gibt es in 5 verschiedenen Farben und ihr könnt mixen. Und wenn ihr euch nicht ganz so sicher seid, dann habt ihr diese Woche noch die Möglichkeit, euch auch so eine stündige Stoffkarte bei mir vorzubestellen. Die schicke ich euch dann direkt mit der Post und dann habt ihr von jedem Stoff ein Probestückchen zu Hause und dann könnt ihr kombinieren. Und wenn ihr die Karte kauft und nachher auch eine Box kauft, dann bekommt ihr das Geld für die Karte nachher komplett wieder zurückerstattet. Dafür gibt es in eurem Kauf dann nachher einen Rabattgutschein, den ihr damit einlösen könnt. Wie gesagt, der Blazer läuft noch bis jetzt 15. Oktober und im Dezember wird es dazu auch einen Live-Salon geben. Nicht für den kompletten Blazer, weil das schaffe ich in 2 Stunden definitiv nicht. Das ist ein Projekt, wofür ein bisschen länger Zeit braucht, aber ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, was wir dann für einen Live-Salon dann auch machen. Das heißt, wenn ihr nachher den Blazer mitnähen möchtet und auch genau das richtige Material dafür haben wollt, dann geht auch gerne auf meinen Shop in den auf die Premium-Boxen und da könnt ihr dann euch das entsprechend vorbestellen. Und was man eben auch schon gesehen hat, ist, man kann sich dazu auch die Hose Pantaloni passend nähen, eben runterrutschen lassen. So. Und dann hat man einen Anzug oder entsprechend kann man da sich auch einen Rock zu nähen. Und ich habe euch die Möglichkeit gegeben, euch passend zum Blazer auch den Stoff für eine Hose oder für einen Rock oder auch für beides vorzubestellen. Einfach mal gucken nachher und ich werde später aber noch ein bisschen was zu dem Blazer erzählen. So, wir nähen jetzt als nächstes diese beiden Raglan-Nähte zusammen mit der Nähmaschine. Und da komme ich jetzt zu einem kleinen anderen Thema, bevor es wirklich an die Maschine geht. Bitte, 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 nehmt euch die Zeit und macht eine Probenaht. Gerade was Feinstrick anbelangt, es ist eigentlich nicht sehr schwierig, Feinstrick zu vernähen. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr das zuschneidet, dass es ausfranst an den Seiten oder Laufmaschen sich ziehen. Das ist wirklich sehr, sehr nutzerfreundlich. Also nicht wie bei den selbstgestrickten Sachen, wenn man eine Masche irgendwie zerstört hat, dass sich direkt Laufmaschen bilden. Das ist bei dem Feinstrick Gott sei Dank nicht so. Aber die Kanten frusseln natürlich dann mit dem Waschen irgendwann dann auch aus. Deswegen habe ich ja eben gesagt, am besten mit der Overlock nähen. Dann habt ihr es zusammengenäht und die Kanten dann auch direkt noch schön versäubert, sodass dann da nichts passieren kann. Aber wir wissen ja alle, nicht jeder hat eine Overlock-Maschine zu Hause und deswegen nähen wir das Ganze mit der Nähmaschine und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Feinstrick zusammenzunähen. Selma, eine Frage. Ja, und zwar bezieht sich das jetzt auf die richtige Naht und zwar, warum ist der Fadenlauf bei den Ärmeln quer? Der Fadenlauf bei den Ärmeln ist nicht quer, der ist schon so, dass er unten im 90-Grad-Winkel auf den Saum trifft. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was du mit querem Fadenlauf meinst. Also natürlich hier oben an der Seite, da wo es schräg ist, ist der quer. Und dadurch hängt sich da der Stoff an der Stelle ja auch aus. Und deswegen muss man das da oder kann man das da an der Stelle dann noch ein bisschen verstärken. Eben mit dem Nahtband, dass sich da die Raglan-Naht eben nicht aushängt. Und der Vorteil ist jetzt auch gleich beim Nähen, dass man dann auch nicht so unbedingt diese Wellenbildung hat. Also dieses Nahtband ist wirklich multifunktional einsetzbar und kann verschiedene Effekte dann auch tatsächlich minimieren. Eben unter anderem die Wellenbildung. Und wenn wir bei der Wellenbildung sind, genau das ist nämlich das Stichwort, die richtige Stichwahl. Also wie gesagt, nehmt euch wirklich die Zeit, an einem Reststück noch ein bisschen die Naht zu prüfen. Und ich habe das hier mal gemacht mit verschiedenen Stichen, die meine Maschine hat. Übrigens, ein Blick in die Bedienungsanleitung wirkt Wunder. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie viele unterschiedliche Stiche meine Maschine tatsächlich für dehnbare Stoffe, dehnbare Materialien kann. Und ich habe sie einfach mal alle ausprobiert und mir dann entsprechend hier so Läppchen gemacht. Da gibt es auch
noch ein ausführlicheres Video im Online-Kurs dann noch mit dazu. Deswegen möchte ich im Detail gar nicht darauf eingehen. Aber ihr könnt hier schön sehen, es sind unterschiedliche Stiche und jeder Stich sieht ein bisschen anders aus. Und am Ende muss man sich einfach das aussuchen, was einem am allerbesten gefällt. Der Stich, der mir am besten gefällt, der braucht ein kleines Spezialnähfüßchen, weil man nämlich dann tatsächlich wie bei der Overlock auch direkt über die Kante noch mit drüber geht. Und das haben wir jetzt hier nicht. Also ich mache das wirklich heute mit dem ganz normalen Steppfüßchen und mit dem ganz normalen Zickzackstich. Und wie du siehst, hier habe ich auch ein kleines bisschen Probe gemacht. Also hier kann ich immer noch den Zickzackstich. Meinen Zickzackstich habe ich jetzt auf eine Zickzackbreite von 3,3 eingestellt und auf eine Stichlänge von 2. Das heißt, es ist ein mittelbreiter Zickzackstich und die Stichlänge ist ein kleines bisschen reduziert. Warum? Wenn man jetzt diese Naht nämlich aufmacht, also sich das von außen anguckt, ich weiß nicht, ob man es richtig schön in der Kamera einfangen kann, dann sieht man nämlich, wenn man es wirklich auseinanderzieht, theoretisch nur jeden zweiten Stich hier vorne. Und wenn die Stiche zu weit auseinander sind, dann hat man quasi hier einen Stich, hier einen Stich, hier einen Stich, hier einen Stich. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Und dazwischen sieht das aus, als wäre da ein Loch. Ist natürlich kein Loch, weil der andere Zickzackstich einfach ein bisschen weiter hinten ist. Und damit das nicht so ist, habe ich jetzt die Stichlänge ein bisschen reduziert, sodass diese Lücken ein bisschen weiter aneinander sind und man hier wirklich ein ganz sauberes, ordentliches Stichbild hat. Und von innen sieht das dann eben entsprechend so aus. Und wie man hier sehen kann, ich habe die richtige Garnfarbe auch schon ausgewählt, sodass man hier tatsächlich nichts erkennen kann. Ist für euch vielleicht zum Nachgucken jetzt ein bisschen schwierig, dass man nicht genau sieht, was ich da getan habe und wie das tatsächlich im Detail aussieht. Aber im Online-Kurs sieht man das alles noch mal ein bisschen genauer aus der Nähe. Da kann ich auch wirklich Detailaufnahmen machen. Also falls das jemanden interessiert, wie das wirklich ganz genau aussieht, das Stichbild da einfach mal nachschauen. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die beiden Ärmel auf das Vorderteil gesteckt, einen Zickzackstich eingestellt und ich nähe das Ganze jetzt nähfüßchenbreit. Im Schnitt selber ist 1 cm Nahtzugabe mit drin und ich habe das jetzt so gemacht, dass mein Nähfüßchen tatsächlich 1 cm zur Nadel hat, beziehungsweise bei dem Zickzackstich ist das, wenn man es ganz, ganz, ganz ehrlich nimmt, nicht ganz korrekt, weil die Nadel ja etwas weiter links einsticht, sodass man ein bisschen mehr Abstand zum Rand hat, aber dieses Schnittteil ist so groß, da fallen diese 2 mm Versatz dann auch nicht ein. Wichtig ist nur, am Anfang und am Ende gut verriegeln. Und dann gehe ich einfach so entlang, dass ich den Stoff an der Kante von meinem Nähfüßchen entlanglaufen lasse. Und damit ich eben diese Wellenbildung nicht habe und mir unten drunter das nicht zu sehr auseinanderwellt, schiebe ich, also nicht wirklich schieben, aber ich versuche nicht vor dem Nähfuß das richtig festzuhalten, dass ich das hier noch dehnen kann, weil dann wird es immer größer, 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 sondern ich versuche das eher so ein bisschen zu stauchen, dass der Transporteur selber das Ganze nach hinten schiebt. Und da ich hinten das Nahtband drauf habe und die Elastizität dann natürlich ganz weg ist, habe ich jetzt oben, dass es ein bisschen schiebt, sodass ich hier zwischendurch nochmal ein bisschen korrigiere und gleich das Ganze einfach anders mache, indem ich oben auf dem Nahtband selber nähe. Weil hier muss ich das jetzt wirklich ein bisschen mit festhalten, dass mir der Nähfuß oben den Stoff nicht zu sehr verschiebt. Damit ich hier hinten am Ende auch tatsächlich wieder bündig rauskomme. Ende gut verriegeln, zack, Ganze abschneiden und das Ganze dann auf der gegenüberliegenden Seite nochmal machen. Und da, wie gesagt, bin ich jetzt ein bisschen schlauer, jetzt nähe ich auf dem Nahtband, sodass mir das oben der Nähfuß dann nicht verschieben kann und das dann ein bisschen einfacher ist. Aber auch hier gut verriegeln am Anfang und am Ende nachher auch noch und ja, das geht dann jetzt ein bisschen besser. Unten wird der Stoff ja sowieso gleichmäßig transportiert. Und oben habe ich nochmal das Nahtband, was gegen diese Wellenbildung dann auch noch ein bisschen hilft. Und auf diese Art und Weise kann ich jetzt wirklich relativ komfortabel die beiden Nähte hier jetzt nehmen, beziehungsweise diese zweite Naht jetzt hier an der Stelle. Hier kommen meine zwei Knipse. Und dann sind die Ärmel auch schon angenäht. Jetzt könnte man es vielleicht sogar ein bisschen einfangen mit meinem Zickzackstich, weil der jetzt auf dem Nahtband drauf ist. Nicht, ob man da vielleicht noch näher dran kann. Ne, sieht man eigentlich ganz gut. Ne? Man kann hier eigentlich so den Zickzackstich so ein bisschen erkennen. Und wenn ich das Ganze jetzt aufmache, auf die rechte Seite schaue mit meiner Naht, sieht man, ist das richtig schön glatt. Da ist keine Wellenbildung mit drin. Und ja, die ersten beiden Ärmel sind angenäht. Und jetzt brauche ich einen kleinen Schluck Kaffee zwischendurch nochmal. Weil ist ein bisschen.
Ich sehe gerade, Steffi schreibt, dass sie die Ärmel auf 3/4 gekürzt hat. Das habe ich auch gemacht. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr euch zum Beispiel die Vorschaubilder von dem E-Book anguckt. Ich glaube, da ist es mit dabei. Oder auch bei dem Stoff selber. Ich habe das Ganze aus einem schwarzen Viskose-Feinstrick genäht. Den gab es übrigens auch in der Box in der Vorbestellung. Und da habe ich tatsächlich auch die Ärmel ein bisschen eingekürzt, sodass sie quasi sind jetzt hier wie bei diesem Blazer. Und ich sehe gerade, kleiner Pro-Tipp, wenn ihr Futter bügelt, vorher auf die Temperatur achten, sonst schmilzt es euch nämlich weg. Ich müsste den Ärmel jetzt nochmal komplett aufmachen, um das Futterteil hier auszutauschen. Aber naja, ihr kennt das ja. Man trägt es dann doch ganz gerne und wenn ich die Arme unten habe, sieht man es nicht. Aber kleiner Pro-Tipp. Das ist Learning by Burning. Ja, Learning by Burning, so ist es. Ja, also Futter nie zu heiß bügeln und einfach mal bei den anderen Sachen testen, wie viel Temperatur denn ein Stoff dann auch tatsächlich verträgt. So, nochmal ein Schlückchen Kaffee. Selma winkt schon wieder für eine Frage. Ja, bitte. Ja, ja. Und zwar erstmal guten Morgen, Biene. Und sie hat sich das Nahtband aus Vliesline selber zugeschnitten. Und jetzt ist ihre Frage, ob das gekaufte Nahtband bei dir im Shop denn wirklich besser ist als selbst zugeschnittene. Besser oder schlechter, da kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, welches Vlies du hast. Aber grundsätzlich ist das nichts anderes. Also das Nahtband ohne die Kettnaht drin ist nichts anderes als endlos geschnittene Flieseline tatsächlich. Also Flieseline ist ja das Markenprodukt von Freudenberg, heißen die, glaube ich. Das Nahtband von mir ist nicht von Freudenberg, wenn ihr das im Shop findet. Das, was ich jetzt hier habe, zum Beispiel auch nicht. Also das ist hier irgendeine Industrierolle, also diese Mengen werdet ihr im normalen Handel in der Länge auch nicht finden. Ich weiß nicht, 500 Meter oder so, schätze ich jetzt mal, keine Ahnung. Also das sind 12 Meter und das sind auch noch zwei Reihen nebeneinander. Also müsst ihr jetzt mal selber rechnen, wie viel da wohl drauf ist, keine Ahnung. Aber das sind, wie gesagt, 12 Meter in Schwarz und in Weiß. Und dieses hier, würde ich mal behaupten, ist ein bisschen stabiler als eine normale Flieseline. Es kommt natürlich auch mal drauf an, ob du eine H200 nimmst oder eine H250 oder eine 180 oder so. Aber ja, wenn ihr kein Nahtband zu Hause zur Verfügung habt, dann könnt ihr euch auch ganz schmale Streifen aus eurer Flieseline selber zurechtschneiden. Genau. So. Vorderteil mit der rechten Seite vor mir und dann noch die beiden Ärmel. Und bevor es jetzt dann weitergeht, verabschiede ich mich an dieser Stelle, nämlich für alle, die sich den Stream jetzt gerade in der Wiederholung angucken. Denn dieser Wiederholungsstream ist jetzt an dieser Stelle gleich gekürzt und du findest aber den Livestream in voller Länge später auf meiner Website unter einfach-nähen.com und dort dann in dem Online-Kurs Raglan-Shirt nähen. Und würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust, dann kannst du dir, wie gesagt, ungekürzt und alles weiter anschauen, wie es denn bei diesem Raglan-Shirt dann weitergeht. Und für alle anderen, die jetzt live mit dabei sind, keine Panik kriegen, wir nähen jetzt weiter mit dem Rückenteil.